Herr Professor Bocker, eigentlich sind Sie ja bekannt für Ihre Vorliebe für Gold, aber Sie sagen, derzeit könnte Silber ebenfalls sehr interessant sein. Ja, ich habe meine Geschmacksrichtung etwas geändert, auch in letzter Zeit, weil ich immer mehr zur Überzeugung komme, dass Silber wesentlich bessere Chancen hat als Gold. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Eins der Hauptargumente wäre, um das mal vulgär auszudrücken, alles Gold der Welt ist da, alles Silber der Welt ist weg. Die großen Silbervorräte, die Amerikaner hatten viele, viele Milliarden Unzen, sind alle verbraucht. Ist nichts mehr da, die amerikanische Münzanstalt muss sich Gold von den Kanadiern leihen oder am offenen Markt kaufen. Das ist eines der Anzeichen, dass Silber sehr knapp geworden ist. Die gesamte Goldmenge der Welt wird mit ungefähr 160.000 Tonnen angegeben, was die Menschheit brauchte in den letzten 10.000 Jahren seit dem Untergang von Atlantis in etwa, um dieses zusammenzutragen. Das entspricht zwei soliden Zweifamilienhäusern oder zwei Jumbo-Jets aus massivem Gold oder einem Würfel mit 19 Meter Kantenlänge zum Beispiel. Beim Silber ist es deutlich weniger. Die Zahlen schwanken sehr stark. Ich höre ein Zehntel, ein Achtel, ein Siebtel, was auch immer. Jedenfalls ist die vorhandene Silbermenge ist sehr viel geringer. Das heißt also, Silber hat die bedeutend größeren Kurschancen derzeit? Ja, richtig. Außerdem, das klassische Verhältnis zwischen Gold und Silber wird im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer mit 1 zu 15 angegeben. Das heißt, für 15 Unzen Silber erhielt man eine Unze Gold. Und bei Kilo natürlich entsprechend. 15 Kilo Silber, 1 Kilo Gold. Im Augenblick sind wir bei 1 zu 57 etwa. Wir waren schon bei 1 zu 104 vor einigen Jahren. Also langsam kriecht das Gold-Silber-Verhältnis wieder auf die 1 zu 15 zu. Das könnte noch, ich weiß nicht, vielleicht 2-3 Jahre oder irgendwas dauern. So langsam bewegen wir uns dorthin. Das bedeutet im heutigen Verhältnis eine vierfache Steigerung des Silberpreises ungefähr würde dann wieder das Verhältnis von 1 zu 15 herstellen. Auch wenn Gold sich überhaupt nicht bewegen würde im Preis. Wenn Sie das in Dollar pro Unze mal festhalten würden, was ist denn jetzt Ihr nächstes Ziel für Silber dann? Ja, die derzeit sind wir bei etwa 25 Dollar pro Unze Silber. Was ist die nächste Schwelle? Also wenn Gold stehen bleiben würde, wo es jetzt ist, und stagnieren würde und diese alte Regel wieder zutrifft, dann müssten wir also eine Vervierfachung dieses 25-Dollar-Preises haben. Das wäre in der Gegend von 100 Dollar herum. Das wäre entsprechend der geschichtlichen Entwicklung, würde das etwa die Realität widerspiegeln. Außerdem, Gold ist nur zu etwa 8% ein Industriemetall und zu 92% eigentlich Geld oder ein Anlagemetall. Man braucht Gold nicht unbedingt zum Überleben als solches. Man kann mit Gold essen, trinken und alles und ohne Gold genauso gut. Man braucht es nicht. Aber Silber wird dringend gebraucht in der Industrie. Die Zahl liegt im Bereich von etwa 80% des Silbers wird in der Industrie dringend gebraucht für immer neue Anwendungen. Jede Woche kommen 3, 4, 5 neue Anwendungen heraus. So die Zukunftstechnologien, gleich welche, ohne Silber ist keine Hoffnung. In jeder Waschmaschine stecken vielleicht 4, 5 Gramm Silber. In jedem Telefon, in jedem Handy, in jedem Laptop, in jedem Gerät, jedem technischen Gerät. Es ist nicht sehr viel, es sind meistens nur eine bestimmte Anzahl von Gramm. Deswegen lohnt sich nichts, um das zu recyceln. Weil es wäre viel zu teuer, wenn Sie eine gesamte Waschmaschine auseinandernehmen müssen, um wegen der 5 Gramm Silber. Das würde sich nicht lohnen. Also deshalb wird Silber eben auch knapp, weil es verbraucht wird. Ja, ist es richtig. Es verbraucht sich. Es verschwindet wohl auf den Müllhalden oder es fließt in andere Metalle als Spuren hinein. Wenn eine Waschmaschine eingeschmolzen wird, stecken eben irgendwo drinnen im Rest wenige Gramm Silber. Die sind drin verborgen und die kriegt man zu normalen Preisen nicht mehr raus. Ist aber auch irgendwie ein merkwürdiges Symbol unserer verrückten Konsumgesellschaft, wo wir immer nur konsumieren. Beim Silber sieht man es. Das ist richtig. Silber hat die besten Lichtreflektionseigenschaften, die besten Wärmeleiteigenschaften und die besten elektrischen Leiteigenschaften. Soweit ich weiß, noch besser als Gold. Und das ist einer der Gründe, einer dieser technischen Eigenschaften oder physischen Eigenschaften, weshalb immer neue Anwendungen dazukommen. Der ganze Chemiebereich, der Hightech-Bereich, die Satelliten- und Raumfahrtwesen, Flugzeuge, Autos, überall, Silber, der Bedarf für Silber steigt und steigt. Und solange es noch eine Industrie gibt, wird Silber in großen Mengen gebraucht und verbraucht. Mhm.
Trotzdem, welchen Nachteil hat Silber Ihrer Meinung nach? Das der einzige Nachteil, wenn man so will, ist die geringe, relativ geringe Wertdichte, die selbst beim Verhältnis von 1 zu 15 noch vorhanden ist. Im Augenblick bei 1 zu 57 müssten Sie, wenn Sie mit einem Kilo Gold flüchten müssten, das können Sie sich als Radfahrer ins Hemd stecken oder einfach über die Schweizer Grenze pedalen, auf einem alten Rad, einen schlechten Anzug, kein Mensch wird Sie anhalten und es wird auch nicht auffallen. Wenn Sie aber dann 57 Kilo Silber an sich haben, das fällt schon eher auf. Oder wenn Sie zwei Kilo Gold damit haben. Damit kann man da gar nicht flüchten, man kann das nicht mitnehmen eigentlich. Ja, dann sind Sie bei 114 Kilo, man könnte zu Fuß flüchten und so weiter. Sobald Sie dann in Grenznähe über weiche Erde gehen, fällt es selbst dem dümmsten Zollbeamten auf, dass Sie 20 Zentimeter tief einsinken, furchtbar spitzenlaut stöhnen und gebückt laufen. Damit ist es natürlich schon etwas schwierig. Und wenn Sie in Autos größere Mengen transportieren, was ich das früher oft getan habe, ich habe so eine E-Klasse, die steht normalerweise vielleicht, 35 Zentimeter über dem Boden. Und wenn ich da ein bisschen was eingeladen habe, ein bisschen viel, dann liegt sie noch 10 Zentimeter über dem Boden. Dann schleifen Sie also mit dem Auspuff über der Erde? Fast. Und das fällt selbst einem beschränkten Polizisten auf, der auf irgendeinem Parkplatz lauert. Also Silber hat durch diese wahnsinnigen Gewichte, und auch, Sie haben auch ein Lagerungsproblem. Stellen Sie sich vor, Sie haben also Silber, gewaltige Mengen, die Sie irgendwo unterbringen müssen. Das ist schon sehr viel mehr an Überlegungen notwendig, als wenn Sie diese relativ kleinen Mengen Gold mit der hohen Wertdichte irgendwo aufbewahren müssten.